Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, zu unserer Situation jetzt Mitte September. Tatsächlich sind wir natürlich in einer verängstigten Situation, mehrheitlich. Es scheint so, als hätten unsere Obrigkeiten nichts Besseres zu tun, als uns ständig Angst zu machen, sie zu schüren, Panik auszulösen, sie am Laufen zu halten. Darüber können wir natürlich verschiedener Meinung sein, sind wir ja auch. Wir müssen aber keine Gräben deswegen aufreißen, sonst wäre Zeit, wirklich die Gräben mal zuzuschütten. Dahinter steckt Todesangst, die ist immer legitim. Die haben fast alle Menschen. Man kann Todesangst vor einer Seuche haben, Todesangst aber auch vor der Impfung. Man kann Todesangst vor einem wirtschaftlichen Kollaps haben, man kann Todesangst vor einer Diktatur und von der Entrechtung haben. Man kann Angst vor der Angst haben. Wir haben eine enorme Angstsituation. Und die können wir noch verstärken, zum Beispiel dadurch, dass wir das Fleisch von Tieren aus der Massentierzucht, aus den Massentierzuchthäusern, aus den Großschlachthöfen essen. Wenn man sich vorstellt, wie diese Tiere da lange anstehen, manchmal bis zu einer halben Stunde in diesem Schlachtgang vor der Tötungsbox, wo sie einfach natürlich wissen, was da vorne passiert oder es ahnen. Meine Tiere haben mehr sechsten Sinn als wir. Und natürlich werden sie in diesem entsetzlichen Anstehen, werden sie mit Elektroschockern vorangetrieben werden, weil sie freiwillig natürlich nicht gehen würden in dieses Elend hinein. Da werden sie alle Angst- und Stresshormone ausschütten, die sie so zur Verfügung haben. Also alle. Und die werden übers Blut ins Fleisch gehen. Und wer dieses Fleisch isst, der bekommt die natürlich auch ab. Weil es sind dieselben Neurotransmitter, die alle Säugetiere haben. Also Menschen, Tiere, die wir essen als Schlachttiere, sind ja meist auch Säugetiere, Rinder, Schweine und so weiter, Ziegen. Und sie bringen auch diese ganzen Schwingungen mit. Das ist ja nochmal eine Ebene, die dazukommt. Also jedenfalls fällt mir auf, der ich seit über 50 Jahren kein Fleisch mehr esse, und deswegen auch viele Menschen tun, die das auch nicht erkennen, die das auch nicht tun, fällt auf, dass Vegetarier, aber vor allen Dingen auch Peacefood-Esser, pflanzlich vollwertige Esser, viel weniger Ängste haben, viel weniger darunter leiden. Nach meinen Erfahrungen auch jetzt in dieser Corona-Zeit sich viel weniger Angst machen lassen, auch viel weniger an Corona leiden. Sowas wird ja leider bei uns nicht untersucht. Aber es ist logisch, mit einer pflanzlich vollwertigen Ernährung sinkt der CRP-Wert nachweislich. Ja, dieser Entzündungsmarker des Körpers, das C-reaktive Protein. Das heißt, der Körper ist abwehrstärker. Da gibt es verschiedene Dinge. Ich habe sie in diesem gleich in der ersten Corona-Welle geschriebenen Buch Schutz vor Infektionen, Immunkraft steigern, nachhaltig und natürlich auch beschrieben an die 100 Möglichkeiten, die studienbasiert die Abwehrkraft steigern. Also da ist das jetzt eine Möglichkeit, pflanzlich vollwertige Kost, aber eine der besten Möglichkeiten auch. Und wir sehen dann die Auswirkungen. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt durch Corona alle anderen Krankheitsbilder verschwunden sind, außer der Influenza. Ja, die normale Grippe, Influenza A, B, die ja auch ein schweres Krankheitsbild ist, an der auch immer Tausende gestorben sind, die ist jetzt ganz, ganz niedrig und trägt auch dazu bei, dass wir kaum eine erhöhte Sterblichkeit hatten in diesem Jahr, in 2020. Also diesbezüglich, die anderen Krankheitsbilder, die gibt es leider weiter, Krebspatienten. Auch wenn die heute schlecht behandelt werden, also kaum noch einen Termin bekommen, das ist ja ganz was Entsetzliches. Ein Termin bei einer akuten Psychose in der Psychiatrie nicht zu bekommen, da muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Aber es ist tatsächlich passiert unter dieser Corona-Drohung und dieser ausgelösten Angst. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll, man wird ja da schnell beschimpft. Coronia könnte man ja sagen, statt Paranoia. Also das ist wirklich eine Geschichte, erschreckend. Ja, wenn man drüber nachdenkt, 99% von uns, selbst so alte wie ich mit 70, ja gar nicht gefährdet. Mir fehlen Gott sei Dank diese Vorerkrankungen. Wir verdanken ja diesem Professor Püschel aus Hamburg, der mir die Pathologie so richtig wirklich nahegebracht hat nach über 40 Arztjahren. Von den Toten für die Lebenden lernen, wunderschöner Ansatz.
der gegen den Willen des Robert-Koch-Instituts Hunderte seziert hat und festgestellt hat, Durchschnittsalter der Gestorbenen 84 und fast alle haben diese schweren Vorerkrankungen. So, also wenn du die nicht hattest und nicht so uralt bist, warst du gar nicht wirklich gefährdet. Also von daher könnten wir schon runter von dieser Angst. Aber wir könnten die Angst auch nutzen, um in der Tiefe das Gemeinsame zu sehen, Todesangst eben. Wir könnten das annehmen und uns auseinandersetzen mit diesem Thema. Einerseits Tod, unsere Sterblichkeit, die Endlichkeit des Lebens und das wirklich mal auf sich wirken lassen. Ja, das ist natürlich mit 70 näher, als es mit 17 ist, keine Frage. Insofern ist es für die 70-Jährigen auch wichtiger, die 70-Jährigen auch wichtiger, das zu tun. Und ihre Enkel, Urenkel können sie erstmal damit in Ruhe lassen. Also, aber auch die Auseinandersetzung mit der Angst wäre so wichtig. Angustus heißt eng. Und da ist unsere Angst schon drin. Diese Enge, die da entsteht, gesellschaftlich, aber auch in den Familien, in den einzelnen Menschen, den Individuen. Also, wenn wir merken, es ist überall dieselbe, letztlich Todesangst, könnten wir uns doch eher solidarisieren, als gegeneinander loszugehen. Und Gräben aufzureißen, da läge doch viel mehr Chance drin. Die tiefste Chance aber im Sinne der Krankheitsbilderdeutung von Krankheit als Symbol ist natürlich, wenn wir uns mit unserer Todesangst auseinandersetzen und sogar aussöhnen, sogar versöhnen, damit fertig werden und wieder in Frieden kommen. Dann können wir auch wieder zufriedener sein. Was die anderen Krankheitsbilder angeht, ist es natürlich schon auch eine grundsätzlich mal nicht beruhigende Situation. Momentan wissen wir gar nicht mehr. Es sind an erster Stelle die Herz-Kreislauf-Krankheitsbilder, die am meisten Tote fordern, oder sind schon die Krebserkrankungen. Die WHO sagt uns, dass die Krebserkrankungen gerade vorbeiziehen, sozusagen, an den Herz-Kreislauf-Toten. Wie auch immer, es sind die zwei Hauptseuchen. Und da ist viel dran zu ändern. Ja, also wir können unser Risiko verringern, ganz deutlich. Die zweittödlichste Krebserkrankung ist der Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom. Und wenn wir uns pflanzlich ernähren, das muss doch nicht mal vollwertig sein, nach einer Studie von Klaus Leitzmann, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf diesen zweittödlichsten Krebs schon um 90%. Nicht um 100. Das ist nicht zu verwechseln, bitte. Aber um 90%. Wir reduzieren enorm dieses Risiko. Die Wahrscheinlichkeit auf Brustkrebs, den tödlichsten Krebs bei Frauen, reduzieren wir um 50%, um die Hälfte. Also was gäbe es sonst, was in diesem Ausmaß die Brustkrebswahrscheinlichkeit reduzieren könnte? Auch Prostatakrebs, das ist der insgesamt häufigste, weil fast alle Männer im hohen Alter den haben, ohne dass sie daran sterben müssen. Da ist dieser Unterschied zwischen Haustierkrebs und Raubtierkrebs, wie der deutsche Urologe Julius Hacketal immer betont hat. Ich glaube, der hatte auch recht diesbezüglich. Also diesbezüglich können wir bei diesen Krebsarten das Risiko drastisch reduzieren. Aber nach meiner Erfahrung bei allen Krebsarten. Aber wie gesagt, nicht auf null, aber doch drastisch. Und wir können das Risiko auf die Herztoten nach Aussagen von Caldwell Esselstyn, einem der berühmtesten Ärzte der USA, auch mal Physician of the United States, auf null. Ja, er hat diese berühmte Studie gemacht, wo er auf den Tod herzerkrankte Menschen mit einer Ernährungsumstellung konfrontiert hat. Ein Drittel von denen haben bis auf einen Becher Joghurt kein Tierprotein mehr bekommen und ein weiteres Drittel, den hat er auch den Becher Joghurt noch weggenommen. Und dem letzten Drittel, das hat er ganz normal amerikanisch weiter, das ist fast alles Junkfood, essen lassen. Und das Ergebnis war dramatisch. Ein Wunder, dass die Ethikkommission das akzeptiert hat. In der Gruppe der Normalesser, die US-Kost gegessen haben, da haben die meisten den nächsten Herzanfall dann auch nicht überlebt. Also sie sind alle gestorben in dieser Gruppe, während die in der Gruppe, die nur einen Joghurt aßen, mehr als doppelt so lang gelebt haben. Also das wäre schon Grund gewesen, diese Studie abzubrechen. Aber die Ethikkommission hat das weiterlaufen lassen, weil sonst hätten sie ja sagen müssen, dass die normal amerikanische Ernährung extrem gefährlich ist, was sie ist. Die Sensation war die dritte Gruppe.
Die hat eben auch den Joghurt noch weggelassen. Und die leben zum Teil heute noch. In dem Film Forks Over Knives, Gabel statt Skalpell, kann man die erleben, im Video halt. Also die haben ihre Lebenserwartung wieder normalisiert. Kortl, den ich kennenlernen konnte, der hat mir auch Bilder gegeben, hat sie auch veröffentlicht, wo man sieht, wie schon verschlossene Koronarien, also Herzkranzgefäße, sich wieder geöffnet haben. Ja, die waren schon durch Arteriosklerose oder Koronarsklerose in dem Fall geschlossen. Oder halb geschlossen, sind wieder ganz auf, halb aufgegangen. Beeindruckende Angiografien, also Bilder von Gefäßen. Also wir haben da enorme Möglichkeiten, jetzt nur auf dieser Ernährungsebene, um uns da doch beeindruckend zu schützen. Die dritthäufigste Todesursache nach Studien aus den USA, die sagt, das ist ganz erstaunlich und wird auch nicht gerne zitiert, auch für mich sehr peinlich. Das sind die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkung der Pharmaka. Das heißt, an dritter Stelle bei den im Gesundheitsbereich Verstorbenen die Schulmedizin, die Nebenwirkung ihrer Pharmaka. Diese Todesfälle kann man sich komplett ersparen. Also, ich bin jetzt 70, habe in den letzten 50 Jahren sicher meine Krankenversicherung, außer für ein paar Zahngeschichten, nicht gebraucht. Und die Brille alle 10 Jahre neu, die zahle ich mir ja selbst. Also, ich bin keinen Tag ausgefallen, arbeitsmäßig. Ich habe an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Und was wichtiger ist, viele mit mir haben das nicht getan, die auch Peace Food leben. Also, das ist eine wunderbare Möglichkeit, da die Risiken zu minimieren. Nun bin ich Arzt, ich gehe jetzt nicht zum Arzt sozusagen. Also einmal im Jahr bei einem Freund in Gehobert lasse ich mir Blut abnehmen und Laborwerte bestimmen, sodass ich mit Überzeugung sagen kann, pflanzlich vollwertig, Peace Food essen und eigentlich nur Amorex, diese kleine rote Pille einnehmen, wo das richtige Methylcobalamin drin ist, also B12, was ich brauche, und Vitamin D und die Vorstufen von Serotonin und Dopamin. Sonst nehme ich eigentlich nur mal phasenweise Omega-3, DHA und EPA ein. Sonst nehme ich nichts ein. Und mit dem sind meine Werte tipptopp. Und meine Blutchemie, ja, da ist nichts dran zu äußern. Die ist ganz in Ordnung. Also das ist möglich. Und natürlich muss ich jetzt nicht zu Ärzten gehen und muss mir nicht deren Medikamente, schulmedizinische, geben oder verschreiben lassen. Selbst wenn der Zahnarzt da mal rumdoktert an so einem Zahn und mir unbedingt ein Schmerzmittel geben will und so weiter, ich lasse ihn das ausschreiben, aber ich hole es mir gar nicht. Ich brauche es in der Regel nicht. Also die Erfahrung zeigt, ich kann ganz gut mit solchen Dingen auch umgehen. Und das zeigt die Erfahrung bei ganz vielen. Ja, also wir haben ja diese historischen Beispiele, Dr. Mikkel Hintede, der 1917 Dänemark auf pflanzliche Kost umgestellt hat, einfach durch Erhöhung der Preise für Tierprotein während einer Blockade im Krieg. Die haben 1918, ein Jahr später, an der spanischen Grippe kaum teilgenommen. Die hatten in Dänemark als einzigem Land Europas keine erhöhte Sterblichkeit. Wahrscheinlich das einzige Land auf der Welt mit dieser pflanzlichen Kost, die damals automatisch vollwertig war, was den halbwertigen Industriemüll von diesen Nahrungskonzernen, die gab es ja noch gar nicht. Also diesbezüglich haben wir verblüffende Möglichkeiten, uns über die Ernährungsschiene da im Gesunden zu halten. Das ist eine wunderbare, einfache und heute auch wirklich richtig gut schmeckende Vorbeugung, die ich sehr empfehlen kann. Und mit bestem Gefühl, weil ich das selbst erlebe, mit bestem Gewissen, weil man da auch keine Konzerne mit fördert. Ja, eine pflanzlich vollwertige Kost, wie wir sie in Tamangar servieren, aber auch alle essen, die ist natürlich sehr arbeitsintensiv, die im Biogarten hier anzubauen und sehr schonend zu verarbeiten. Aber die Künstlerinnen, unsere Küchenfeen und Gartenfeen machen das in einer wunderbaren Weise. Also wenn ich weggehe hier, ich arbeite ja nur noch hier und gehe dann im Winter auch wieder nach Zypern, dann merke ich, ich bleibe da zwar vollwertig, verkaufen dann nichts anderes, aber es ist schon mal ein Abstieg gegenüber dieser sehr,
sensiblen Kost. Also da muss man nichts verzichten. Das kann man wirklich sehr, sehr genießen. Erleben wir immer wieder. Das Feedback ist berauschend positiv diesbezüglich. Also wir müssen heute gar nicht verzichten, so wie es der Untertitel von Peace Food noch beschreibt. Also ich war da schon damals nicht einverstanden, aber ich hatte so viel zu tun, diesen Titel Peace Food durchzusetzen, dass der Untertitel dann vom Verlag bestimmt wurde. Und grundsätzlich bin ich dem Verlag sehr dankbar, dass jetzt in einer Zeit, wo Fleischessen sozusagen alternativlos war, die so ein Buch mit mir gemacht haben. Also derselbe Mann, Uli Ehrenspiel, der jetzt auch wieder den Mut hatte, Corona als Weckruf mit mir zu machen. Nachdem der Verlag, mit dem ich 40 Jahre Bestseller geschrieben hatte, also Goldmann, den Mut nicht hatte. Verboten von oben in dieser Zeit, muss man annehmen. Naja, also wir haben über die Ernährungsschiene verblüffend gute Möglichkeiten, uns im gesunden Bereich zu halten, ohne zu verzichten. Und ich bin immer wieder berührt, staunend berührt, was Ernährung so bewirken kann. Wenn sie bewusst ist, ja, gibt es so die 4 W des Essens. Und das ist einmal das Wann des Essens, das Wie des Essens, das Was, da sind wir jetzt dran, das Was des Essens und wie viel davon. Und das wird man merken, das Was prägt auch die anderen mit. Es ist naheliegend, pflanzliche Vollwertkost wie Peacefood gut zu kauen und wirklich zu schmausen beim Essen sozusagen. Schmusen mit dem Essen, könnte man so sprachlautmalend sagen dazu. Und es ist ein auch guter Weg, zu seinem Idealgewicht zu kommen, seinem individuellen, also eigentlich seinem Individualgewicht, auch aus meiner Sicht so eine ganz, ganz wichtige Herausforderung. Wir fühlen uns so viel besser, wenn wir diese Herausforderung als Förderung sehen und in unser Idealgewicht, zu unserer Idealfigur kommen. Also ich habe mich in meiner Vergangenheit wirklich auch so viel leichter getan, weil ich einfach mein Gewicht hatte. Und meine Figur und damit auch in einer gewissen Form mich halten konnte. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Natürlich kann man über die Ernährung auch Ernährungsmedizin betreiben, wie ich es im Peacefood Keto-Kur zum Beispiel mache. Ja, also für die Menschen, die Typ 1, 2 oder 3 Diabetes haben. Diabetes 3, das ist so bei Alzheimer die Situation, wenn die Hirnzellen keine Glucose mehr reinlassen. Also sozusagen eine Insulinresistenz auf Gehirnebene. Da hilft auch so eine ketogene Ernährung ideal, weil der Organismus an Zucker schon so übersättigt ist, die Organe sind schon einer Glykierung und einer Verzuckerung unterworfen, sozusagen. Aber es ist auch eine ideale Kost bei allen Dingen, die mit neurodegenerativen Problemen zu tun haben, also wie Alzheimer, aber auch Parkinson oder MS. Das sind Krankheitsbilder aus diesem Bereich. Und da ist es auch sehr, sehr hilfreich, ketogen sich zu ernähren. Aber es ist auch bei Krebs wirklich ganz, ganz wichtig, ja, weil die Krebszellen leben von der Glucose. Und wenn du ganz wenig Glucose gibst, gar keine geht nicht, weil wir brauchen ja Blutzucker. Aber wenn du ihn ganz, ganz niedrig hältst und gar keine raffinierten Kohlenhydrate mehr zu dir nimmst, nur noch Komplexe, wie sie in Pflanzen auftreten, dann ist es auch bei Krebs eine ideale Unterstützung der Therapie. Kommt noch anderes dazu, wie eine Entsäuerung, dass du im basischen Bereich bist, weil das mögen Krebszellen und überhaupt Krankheitszellen überhaupt nicht. Also auch da ist es eine schöne Möglichkeit. Und dann ist es natürlich für alle die, die mit der Ernährung versuchen, ihr Gewicht runterzuholen, der Königsweg. Ja, also pflanzliche, vollwertige Peacefood-Kost, dann noch in der ketogenen Variante, wie ja, Peacefood Keto-Kur das so schön beschreibt, dann ist das ein Kinderspiel. Aber es bleibt eine funktionale Maßnahme. Ne? Du musst es dann so lange machen, wie du das Gewicht damit auch halten willst. Aber es gibt auch den Gegenpol. Caldwell Esselstyn empfiehlt zum Beispiel eine Ernährung, die ganz fettarm ist. Der hat die Gefäße im Auge und die Herzprobleme. Und auch das hat sich bewährt, wie diese Studie eben da zeigt. Also wir können wirklich mit Ernährung
eine Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie machen. Ich mache das seit gut 40 Jahren und habe da von Anfang an wirklich viele berührende, wundervolle Linderungen, auch Heilungen und Besserungen erlebt. Ja, es ist zum Beispiel auch, wenn du eine Verstopfung auflöst und damit einen Stau in der Unterwelt des Körpers, in diesem Pluto Hades zugeordneten Totenreich, dann wird es viel leichter, die Schatten anzuschauen auf der Seelenebene. So ist die ganze Krankheitsbilderdeutung von Krankheit als Symbol letztlich entstanden, weil wir merkten, die Verstopften, die sind nicht so einfach in 4 Wochen mit einer aufdeckenden Schattenpsychotherapie zu behandeln. Aber wie wir das dann in Gang gebracht haben, diesen Stau dort, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, kann ich auch noch was zu sagen später, in anderen Podcasts. Also, wir haben da auf dieser Ebene verblüffende Möglichkeiten. Und natürlich ist die Ernährung nie allein. Ja, die steht immer in Beziehung zu auch anderen Bereichen. Also natürlich wird die Ernährung auch davon abhängen, wie du isst, also wie du kaust. Wie fein ist es? Zähne hast du nur im Mund, da unten kommt da nichts mehr mit Zähnen. Wenn du große Brocken schluckst, im Konkreten wie im Übertragenen, kann das schnell für dich unverdaulich werden. Wäre also wichtig. Wenn du deine Därme so richtig gut in Bewegung hältst, die Peristaltik, den Darmrhythmus, das ist so der Rhythmus des Erdelements. Wenn du den schön in Gang hältst, das machst du durch eine ballaststoffreiche Ernährung und das ist auch wieder pflanzliche Kost. Ja, im Tierprotein ist gar kein Ballaststoff drin. Dann erleichtert es die Verdauung. Wenn du aber tief und voll atmest, dann massiert dein Zwerchfell, das ganze Darmkonvolut, also dieses Schlingenmeer im Darm und das hilft auch bei einer guten Verdauung. Ja, also diesbezüglich kann man sehen, da hängt natürlich schnell alles mit allem zusammen im Organismus. Aber wäre eine wichtige Schiene, ja, wenn wir so auf den Herbst zugehen und uns was Gutes tun wollen, dann haben ja viele jetzt zu üppig gegessen, zu viel gegessen. Man spricht da vom Corona-Bäuchlein und so weiter. Es gibt aber manchmal auch richtige Corona-Bäuche. Aber im Endeffekt sind die einfach natürlich. Wenn du festgesetzt wirst und dich nicht mehr bewegen darfst, kannst, tust, dann hat das auch eine Auswirkung. Wäre auch noch so ein wichtiges Thema, was da hereinspielt. Können wir uns vielleicht für den nächsten Podcast vornehmen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe aus dem Bereich der Säulen der Gesundheit, neben der Ernährungssäule, Bewegungssäule, Entspannungssäule, Regenerationsatemsäule und so weiter, Umweltsäule. In diesem Sinne, gern bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine gute, gesunde Ernährung und entsprechende Abwehrsteigerung, die für diesen Herbst so wichtig ist. Vielleicht nehmt ihr sogar sowas wie Amorex ein, damit euer Vitamin-D-Spiegel mal einfach gesichert ist. Da jeden Tag morgens, abends eine nimmst, hast du immer 2000 IE. Das halte ich für das Minimum, ehrlich gesagt. In Zeiten wie Herbstzeiten oder mit diesen schon wieder neu kommenden Drohungen. Ich meine, Angst muss man davor nicht haben. Das ist jetzt eigentlich so, die finden keinen Ausstieg aus ihrer Maßlosigkeit. Und insofern drohen sie da jetzt weiter mit. Aber wenn die Wahlparty vorbei ist, dann hoffe ich ja doch, dass da mal einfach diese vielen Studien, die wir jetzt schon haben, für Einsicht sorgen. Wer zu diesem Thema, wo ich jetzt am meisten Mails und Zuschriften bekomme, mehr wissen will, muss ich gar nicht groß drauf eingehen, kann sich Corona als Weckruf besorgen. Das ist ein mutmachendes Buch, was dir Zuversicht schenkt und auch wieder Hoffnungen eröffnet. Es gibt so viele Wege aus dieser Pandemie heraus. Müssen sie einfach nur gehen. Und das Schöne ist, jeder kann es auch für sich. Wenn die Obrigkeiten zur Einsicht kommen, ja, da habe ich in Deutschland und Österreich eigentlich gar keine so besonderen Hoffnungen, wenn ich mir einfach nur die Gesichter anschaue, die wir da hochgewählt haben. Und so, wir haben die da hochgewählt. Und bedenkt immer, geht nicht um Projizieren. Wenn ihr Wut und Zorn auf jemanden projiziert, schwächt ihr euer Immunsystem. Die haben Mitgefühl da oben verdient. Vielleicht wissen sie nicht, was sie tun, was Angst anrichtet und was die Psyche und die Psychoneuroimmunologie und so alles sagt. Vielleicht wissen sie es nicht. Aber wenn sie es wissen und es trotzdem tun, brauchen sie noch viel mehr Mitgefühl. Ja, und arme Seelen brauchen Mitgefühl. Und das wären arme Seelen, die sich so verbiegen für irgendeine mir nicht bekannte Agenda. Also nicht viel Energie verschwenden an Wut, Zorn, sondern
wenn das euch unterkommt, Mitgefühl und ansonsten in die Hoffnung eintauchen. Dafür habe ich Corona als Weckruf geschrieben. Da kannst du auch wirklich gut sehen, wie du mit den Ängsten umgehen kannst und so weiter. Und auch mit dem Thema Tod, gibt es ein ganzes Kapitel dazu, mit der Todesangst dann doch auf eine konstruktivere, erlöstere Weise fertig zu werden und daraus auch Zuversicht zu gewinnen und Hoffnung zu schöpfen. In dem Sinne, euer Rüdiger.